Howdy, wenn ihr jetzt dieses Video seht, bin ich jetzt 23 Jahre alt. Heute mit dem Film. Jetzt brechen die Pistolen. Regie führt Jos Antonio de la Loma und Eduardo Molaquijo. Und die Musik ist von Felicia Di Stefano. Zwischen den beiden texianischen Familien Lopez und McGraw tobt eine blutige Fehde. Als der alte McGraw von der Lopez-Sippe ermordet wird, desertiert sein Sohn Stephen aus der Armee und macht sich auf den Weg nach Hause, um Rache zu üben. Anthony Stephen kennt man nur aus den Western. Der letzte Mokaiker mit Joachim Fuchsberger, der Fremde von Paso Bravo und spielt ein Spiel und töte Joe. Handlung könnte besser sein, Darstellung solide und die Musik gut. Fazit, ganz in Ordnung der Film. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Bis dann.